Rosinante haben wir heute zu Hause gelassen. Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs. Vom Stellplatz Wismar Westhafen aus geht es zur Insel Pöhl. Noch nicht viel los an diesem Sonntag. Nur einzelne Läufer sind unterwegs. Wir sind schon bald gestartet und das Wetter ist herrlich. Wer zu diesem Zeitpunkt in Deutschland unterwegs ist, kann sie nicht übersehen. Überall die gelben Rapsfelder. Größter Rapsproduzent ist Mecklenburg-Vorpommern mit fast 200.000 Hektar Anbaufläche. Danach folgen Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Bayern. Heute ist Rapsöl das beliebteste Speiseöl der Deutschen. Das Öl ist gesund, es hat einen hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren. Wir befinden uns hier noch vor der Insel Pöhl, die durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Auf nach Pöhl. Ostseebad Pöhl, Watt vor Luftschnappers. Der Duft des Flieders machte mich ganz schwindlig. Ich wollte einfach immer mal dran riechen und bin mit dem Fahrrad etwas näher herangefahren. Deswegen diese komische Fahrweise. Ab und zu mal absteigen und die Schönheit der Landschaft filmen. Unser Weg nach Pöhl ging durch Kirchdorf, Niendorf, Timmendorf. Und hier sind wir dann angekommen. Der Leuchtturm ist in Sicht. Der Leuchtturm von Pöhl. Mit einer Größe von etwa 36 Quadratkilometern ist Pöhl die achtgrößte Insel Deutschlands. Der Leuchtturm von Pöhl bzw. von Timmendorf, weil wir befinden uns jetzt in Timmendorf, wurde bereits im Jahre 1871 zum ersten Mal in Betrieb genommen. Nach 60 Jahren wurde er auf seine jetzige Höhe von 21 Meter erweitert. Als eines der attraktivsten Wahrzeichen der Insel Pöhl ist der Leuchtturm nicht nur für Touristen, sondern vor allem für den Schiffsverkehr von großer Bedeutung. Bis heute führt sein Leuchtfeuer alle Seefahrer sicher in den Hafen der Hansestadt Wismar. Die Insel Pöhl liegt 8 Meter über dem Wasserspiegel und hat eine Bevölkerung von 2715 Einwohnern. Sie gehört zu Mecklenburg-Vorpommern und ist seit 2012 Bestandteil der Metropolregion Hamburg. Urkundlich wurde Pöhl erstmals 1163 erwähnt. Sie war Bestandteil einer Schenkung, die zwischen Lübeck und dem Herzogtum Mecklenburg geteilt wurde. So kam Pöhl in den Besitz des Herzogs von Mecklenburg, der um 1210 die Besiedelung der Insel vorantrieb. Am Timmendorfer Strand
Hier in Pöhl ist noch nicht viel los, aber einige Mutige haben sich schon ins Wasser gewagt. Der Timmendorfer Strand hier in Pöhl ist nicht zu verwechseln mit dem Timmendorfer Strand bei Travemünde.